Gibt es eine gesetzliche Rente mit 62? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wir beschäftigen uns als Rentenberater und als Anwälte für Rentenrecht ganz, ganz viel mit dem Thema Altersrente und natürlich auch mit dem Gesetz. Und mir ging es jetzt vor allen Dingen mal um die Frage, ob es neben der Rente mit 63 auch eine Rente mit 62 Jahren geben kann oder geben wird vielleicht. Und Sie werden es gar nicht glauben, die Antwort ist relativ einfach. Ja, es gibt in der Tat vom Gesetzeswegen her eine Rente mit 62. Und zwar, wenn Sie 35 Jahre Wartezeit erreicht haben, das 62. Lebensjahr vollendet haben und eine Schwerbehinderung von Grad 50 haben, haben Sie Anspruch auf den vorzeitigen Rentenbeginn bei einer Altersrente für schwerbehinderte Menschen. So steht es in der Grundvorschrift des § 37 SGB 6 geschrieben. Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Versicherte haben Anspruch auf Altersrente für schwerbehinderte Menschen, wenn sie das 65. Lebensjahr vollendet haben, einen Grad der Behinderung von 50 anerkannt haben und die Wartezeit von 35 Jahren erfüllt haben. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Die vorzeitige Inanspruchnahme dieser Altersrente ist nach Vollendung des 62. Lebensjahres möglich. Das heißt also, im Gesetz steht ganz klar, wir haben hier eine Altersrente ab dem 62. Lebensjahr oder mit dem 62. Lebensjahr, nicht ab, sondern mit dem 62. Lebensjahr für Versicherte, die eine Schwerbehinderung haben. Diese Vorschrift, der § 37, gilt aber erst ab dem Geburtsjahrgang 1964. Es gibt in der Tat eine Altersrente mit dem 62. Lebensjahr. Und zwar ist das die Altersrente für schwerbehinderte Menschen in der Version für die vorzeitige Inanspruchnahme im § 37 SGB 6. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.